Prominenten. Monika Ballwan, die kennt unseren heutigen Stargast auch nur zu gut. Absolut. Und sie weiß auch sehr viel um seine Stimme. Er hatte ja schon noch eine Gesangsausbildung gemacht und er kam dann zu Starmania. Und dort haben die beiden noch gemeinsam gearbeitet. Ja, und inzwischen hat er eine super Solo-Karriere eher im Schlagerbereich gestartet. Darüber reden wir gleich mit ihm, wie es mir so geht nach Starmania. Gleich bei uns ist er Marco Spiegel. In der ORF-Castingshow Starmania schafft es der Tiroler Marco Spiegel im Vorjahr unter die Top 8. Davon geträumt, einmal Schlagersänger zu werden, hat Marco Spiegel schon als Kind, denn Schlager war und ist die große Leidenschaft des Tirolers. Mittlerweile hat Marco Spiegel 2 Alben veröffentlicht und absolviert über 100 Auftritte pro Jahr im In- und Ausland. Du bist der schönste Zufall in meinem Leben. Du bist mein Gestern und du bist mein Heute. Mit dir all diese Wege gemeinsam gehen. Jetzt und heute und für alle Ewigkeit. Seien Sie bei uns. Hallo Marco. Ja, grüß dich. Grüß euch, hallo. Gut schaust du aus? Ja, danke, ebenso. Danke, das wollte ich hören. Ja. Deswegen habe ich es gesagt. Das ist der Trick. Damit sag, wie geht es dir so, das Leben nach Starmania? Was hat sich alles getan? Also musikalisch einmal sehr, sehr viel. Also das war wirklich ein bisschen ein Kickhaar für meine Karriere. Durch den, dass ich eigentlich den Schlager vertreten habe bei Starmania, war das schon ganz was Besonderes für mich. Und der Terminkalender ist Gott sei Dank prall gefüllt. Den Schlager bei Starmania zu vertreten, das ist ja jetzt nicht so eine Selbstverständlichkeit. Das ist fast ein bisschen exotisch, eher in dem Format. War das auch das, was dich dann so einmalig gemacht hat natürlich? Also ich glaube schon, ich finde das definitiv auf alle Fälle so, weil es war ganz was Besonderes, durch den, dass eigentlich diese Sparte bei Starmania nie vertreten war und ich eigentlich der Erste war sozusagen, der was diese Sparte vertreten hat dürfen, war das schon ganz was Besonderes für mich. Ja, das war jetzt aber nichts, wo du gesagt hast, aus Kalkül, das mache ich, was die anderen nicht machen, sondern das ist ein tiefer Wunsch von dir. Du bist einfach ein riesen Schlagerfan immer schon gewesen. Ja, auf alle Fälle. Also ich habe mit 4 Jahren schon eine Zierhagel, eine steirische Harmonika, zu Weihnachten gekriegt. Und das war schon ganz was Besonderes. Eigentlich die Musik, die Volks- und Schlagermusik ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Schreibst du deine Sachen ja auch selbst? Genau, also ich habe eigentlich ein relativ gutes Team im Hintergrund. Da wollen wir immer zusammenarbeiten, natürlich auch relativ viel selber. Aber wir sind eigentlich ein relativ gutes Team. Jetzt auch der Song, der schönste Zufall, kommt von dir. Den habe ich selber geschrieben, genau, ja. Ja, also Text, Musik, alles. Alles, ja. Hast du da Themen, die dir besonders wichtig sind, wo du sagst, über die sollte gesungen werden oder ergibt sich einfach alles Mögliche? Jein, kann man da sagen. Das ist eigentlich relativ eine spontane Geschichte, immer durch den. Also es sollte ja auch immer ein bisschen zeitgemäß sein, das Ganze, oder? Und wenn mir dann was einfällt, also dann behandle ich das Thema schon der schönste Zufall. Es ist quasi sowas jetzt zum Beispiel, das betrifft jeden Menschen irgendwie im Leben. Und haben wir gedacht, jetzt schreiben wir mal eine Ballade. Ja, schöne Idee. Wichtig sind dir, wissen wir, auch deine Fans. Ja. Und du kümmerst dich auch richtig gut um die. Du gehst mit denen zum Beispiel wandern. Mhm. Also das war natürlich ganz was Besonderes. Natürlich, der Wettergott hat es nicht so gut gemeint mit uns. Also wir haben Regen, Sonne, Schnee, alles mit dabei gehabt, das mitten im August. Aber für mich war das ganz was Besonderes, dass wir da im Stubaital auf dem Berg aufgewandert sind und dass so viele Leute mit mir mitgewandert sind. Also ich mache gerade ein paar Bilder. Das habt ihr da gesungen auch dann? Genau. Also natürlich haben wir dann ein Live-Konzert danach auch gespielt und das war schon ganz was Cooles. Merke ich gerade, du, das ist auch gesund, gell? Ja, auf alle Fälle. Also bis man halt beim Buschenschank ankommt, solange es gesund, dann wird es lustig. Genau, und ich finde das auch relativ cool, dass wirklich so eine Tourismusregion wie Stubaital hinter mir steht, hinter so einem Künstler, das ist schon ganz was Besonderes. Aber du wanderst nicht nur mit den Fans, nein, du machst auch Kreuzfahrten, das hat das Video entstanden. Mhm. Erzähl uns mal darüber. Also es gibt musikalische Kreuzfahrten. Wir haben gerade heuer wieder eine Gruppe im westlichen Mittelmeer. Nächstes Jahr auch wieder östliches Mittelmeer. Also die Tiroler Stadelkreuzfahrt, so heißt das genau. Ja. Und da sind mehrere Künstler. Und das war eigentlich ganz was Cooles, dass da wirklich ein ganzer Bus voll Marco Spiegel-Fans mit mir mitgefahren ist. Wie lange warst du da unterwegs? Eine Woche lang. Mhm. Ja. Hast du die Fans auch eingecremt? Gut versorgt? Natürlich. Ja. Dass sie keinen Sonnenbrand kriegen. Aber du konntest dort dann auch das Video drehen. Also ja, du hast dann quasi da mitten in dieser Fangruppe auch gleich dein Video drehen können. Genau. Wer ist denn dein persönliches musikalisches Vorbild? Also ich bin eigentlich relativ offen für alles. Natürlich, ich bin so ein bisschen, wie soll man sagen, Oldie-Schlager-Fan, ein Bett im Kornfeld, was ich zum Beispiel bei Starmania singen habe dürfen. Das war schon ganz was Besonderes, oder? Und das ist so ein bisschen Ohrwurm und das passt. Jetzt wissen wir von dir ja, du hast ja eine Ausbildung gemacht, die sozusagen auch ein
Plan B im Hintergrund sein kann, noch ist? Oder ist das einfach dein altes Leben? Du bist als Elektrotechniker ausgebildet, aber jetzt ist die Musik dein Leben. Oder machst du noch beides? Nein, also ich habe eine Lehre als Elektriker genau abgeschlossen, wie du richtig gesagt hast. Und ich glaube, das ist eigentlich schon wichtig, dass man ein fixes Standbein im Leben hat. Sollte das mit der Musik nicht laufen. Aber zurzeit, wie gesagt, darf ich relativ viel unterwegs sein, auch im Ausland. Ich bin sehr viel in die Benelux-Staaten auch unterwegs mittlerweile schon. Und das ist schon ganz was Cooles. Du, und ganz ehrlich, du hast schon einiges erleben dürfen durch deine Musikkarriere. Ist es wahr, dass du mal für Arnold Schwarzenegger gespielt hast? Mhm, also ich bin mit meiner Musik eigentlich schon quer durch die Welt gekommen, kann ich fast schon sagen. Ich war schon in China drüben zum Beispiel, oder? Und da habe ich für einen Arnold Schwarzenegger ein Konzert spielen dürfen. Wie kommt man dazu? Ja. In China für das Arnold Schwarzenegger ein Konzert? Das ging mir jetzt zu schnell. Ja. Genau, also, das wollen wir jetzt genau wissen. Ja. Ja, das ist eigentlich relativ lustig. Wie soll man das am besten sagen? Da sitzen schon 2.000-3.000 Chinesen in der Dirndl in der Lederhose vorne beim Oktoberfest und da geht die Post ab. Oktoberfest, ja, mitten in Peking. Pekinger Oktoberfest mit Arnold Schwarzenegger. Ballan Oktoberfest in Peking. Mhm. Ja. Jetzt wird es immer lustig. Und da mittendrin sitzt dann plötzlich der Arnie. Ja, da gibt es auch so VIP-Tische, kann man sagen, oder? Und das war halt dann, hat sich das dann so ergeben und ich habe dann ein Konzert von Arnold Schwarzenegger spielen dürfen. Hast du auch kurz gesprochen mit ihm? Ja, logisch. Und? Ich habe Fotos mit ihm gemacht. Auch, und wie ist er so? Perfekt, gewaltig. Also ich habe gesagt, servus Arnold, grüß dich. Und er hat zu mir gesagt, grüß dich. So ist das Ganze dann vonstatten gegangen. Ja. Du, und wie hat das andere Publikum dort auf dich reagiert? Ich meine, wahrscheinlich eine ungewohnte Art von Musik, ein Text, den man nicht versteht. Also wird uns umgekehrt ja genauso gehen? Ja, auf alle Fälle. Also das ist, auch wenn man so in die Benelux-Länder steht, es gibt manchen so Ecken, da verstehen sie einen gar nicht mehr richtig, oder? Aber die feiern das. Also da geht die Post ab vom ersten Ton weg bis zum letzten. Das ist schon ganz was Besonderes. Geht halt mehr über Emotionen und übers Herz und so weiter, nehme ich an, als über den Text jetzt. Ja, du, sag einmal, wie kann man das, was Arnold Schwarzenegger und tausende Chinesen sehen durften, hier sehen? Wo spielst du live? Also da wäre es am besten, wenn man auf meinen Terminkalender schaut, www.marco-spiegel.at. Zum Beispiel gestern war ich noch in Ischgl auf der Bühne, heute bin ich da und so geht es eigentlich relativ gut dahin. Wie oft spielst du im Jahr? Knappe 100 Mal. Wow, ist auch anstrengend, das Tourleben. Ja, auf alle Fälle, das ist so, aber wenn man es mit Leidenschaft und mit Herz macht, dann geht es. Ja. Und wann kommst du dann zum Komponieren unterwegs auch? Oder sind das dann so extra Phasen, wo du wieder schreibst? Nein, also wenn ich mir jetzt niedersitze und sage, ich möchte jetzt was komponieren oder texten, das funktioniert sowieso nicht. Das muss schon relativ spontan laufen auch, oder? Und dann hat man so einen Gedankensplit sozusagen, dann meistens Handy, Sprachnachricht und dann wird weitergearbeitet zu Hause. Und dann nimmst du die Quetschte in die Hand und... Genau. Ja? Ja. Super, finde ich schön. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, ich sage danke. Viel Erfolg. Und Dankeschön. Wenn du wieder mit Arnold Schwarzenegger in Peking... Schick uns bitte. Oder Margot Robbie. Ja, dann ruf mich ganz schnell an. Ja, passt. Ja, sei so gut. Gell? Dankeschön. Schieben Sie schnell los an. Danke fürs Verbessern. Das war's wieder mal. Ich freue mich auf morgen mit dir und mit Ihnen natürlich. 17.30 Uhr, Studio 2. Bis morgen.